Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja, wir sind wieder am Start mit einer neuen Folge und haben den ersten Arenaleiter besiegt. Und ja, wollen jetzt uns auf den Weg machen über Route 5 zur nächsten Arenaleiterin. Oder Arenaleiter. So, dazu. Wir können eigentlich theoretisch auch hinlanglaufen, ne? Achso, wir müssen sogar hier lang laufen. Genau. So, jetzt kommen ein paar Fights. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach erstmal. Und ja, schauen wir, was uns noch für Pokémon begegnen. Vielleicht gibt es ja noch was Interessantes, was wir uns fangen können, müssen. Aber so, dass ihr erstmal gesehen habt, auf welcher Route welche Pokémon leben. Das ist erstmal das Wichtigste, dass ihr euch dann auch selber euer Team zusammenstellen könnt. Ihr müsst es nicht nach meinem Muster machen. Aber so wie ich das mache, ist schon eine Empfehlung wert. Weil so seid ihr eigentlich für fast jede Arena gewappnet. So, wir haben immer ein Elektro-Pokémon und ein Stahl-Pokémon. Dagegen ist mein Granowitz gegen das Elektro-Pokémon ja vielleicht nicht die beste Wahl gewesen. Aber gut, was soll's. Oh, eine Schaffung sind also bei beiden. Okay. Ja, eine Überheblichkeit auf. Vielleicht habe ich ja Glück. Okay, sie setzen Ruckzuck-Hieb ein. Das heißt, es ist nicht so gefährlich, als wenn sie jetzt hier Donnerblitz oder sowas einsetzt. Gut, meins war jetzt aber auch nicht so effektiv. Ach stimmt, der kann auch Elektroattacken. Oh, aber Granowitz zeigt gut was aus, ne? Also das war jetzt wirklich nicht viel Schaden, was er mir gemacht hat. Wieder einer schon auf beide und Überheblichkeit auf Organa. Oh, Zuckhieb. Okay, easy win. Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Sehr schön. Und der Rest sollte jetzt durch einer schon erledigt sein. Für beide. Jawohl. Und damit können wir weiter laufen. Ja, an sich war der Kampf sehr spannend gegen den Arenaleiter, fand ich. Aber man hat schnell gemerkt, so, ja, es ist noch der erste. So, und wenn man Erfahrung hat, dann schafft man den recht schnell. Puh, das lässt sich schnell in Worte, in nur ein paar Worten ausdrücken. Aber was für ein Potenzial! Eine Niederlage? Heißt das etwa, dass unsere Reportage ein Reinfall wird? Ja gut, ich weiß nicht, ob ich so eine Nebencharaktere hier noch nachsprechen soll. An sich ist lustig, aber auch total unnötig, würde ich jetzt so behaupten. Oh, ganz knapp. Siehst du, ein KP weniger und ich hätte keinen Trank mehr nutzen können, um die Leben komplett voll zu machen. So, was haben wir hier schön? Hier haben wir Ponchilla heißen die Dinger. Oh, hier geht's ja runter. Ah, mich haben Ponchillas. Und hier dieses, auf vier Beinen, dieses Hundeviech, dieses Kuscheltier, was dann am Ende auf zwei Beinen geht und zum Kampf-Pokémon wird. Und das hier heißt Flauschling, das Vieh. Ist ein, ich glaube, ein Psycho-Pokémon. Ach, hier unten kann man campen, okay. Ja, dann gibt es hier natürlich noch einen Teich. Hier lässt sich natürlich am besten mit Wasser-Pokémon fangen. Ich bin am überlegen, ob wir Kamehaps behalten oder ob wir nicht doch lieber ein neues Pokémon fangen. Und schauen wir mal, vielleicht finden wir. Ah, Kapodo. Ich will Kapodo wirklich nur mitnehmen, um scheiß Gyarados zu bekommen, ne? Aber was blockt. Was, der kann Tackle? Lol. Jetzt geht's ja mal los, du. Vorsicht, ein Kapodo, was Tackle kann. Okay, hier könnte man unten noch ein bisschen mehr trainieren, falls ihr Bock habt. Machen wir jetzt auch. Wir haben jetzt aber den Koch da unten übersehen, der dort rumgerannt ist. Ich empfehle euch auch wirklich, Pokémon Camping zu machen. Ich würde das jetzt hier nicht in der Folge machen. Ich habe euch gezeigt, wie das Pokémon Camping aussieht und was ihr dort machen könnt. Aber ja, ich würde es für die Folgen würde ich jetzt da nicht rumgammeln, weil ja, da kann man so viel Zeit verbringen. So. Eigentlich lohnt sich das erst wirklich so, wenn man
ja, wenn man es nicht im Let's Plays macht, sondern wirklich privat so macht. Denn je mehr ihr dieses Pokémon-Camping macht, desto mehr vertrauen euch die Pokémon. Und desto mehr die Pokémon euch vertrauen, wollen sie im Kampf gelobt werden. Und damit sie im Kampf gelobt werden, weichen sie sogar Angriffen aus. Das heißt, der Gegner hat, trifft sehr oft mit den ersten Angriffen nicht, ja, weil euer Pokémon ja gelobt werden möchte. Und meistens behält euer Pokémon immer noch ein KP, weil es halt euch beschützen möchte und für euch kämpfen möchte. Aber dazu müsst ihr wirklich dieses Pokémon-Camping machen, um da wirklich diese Effekte zu erzielen, sagen wir es so. Aber an sich ist es eine richtig coole Sache, weil wenn ihr die ganze Zeit dieses Pokémon-Camping macht, kriegt ihr auch sehr viele EP-Punkte, wenn ihr wirklich sehr oft und sehr viel dieses Pokémon-Camping macht und auch sehr lange. Ja, eure Pokémon vertrauen sich immer mehr. Und auch so sind sie dann eingespieltes Team. Das heißt, wenn ihr dann in Teamkämpfen antritt, können sie sich gegenseitig besser unterstützen. Also das ist für die Pokémon, ja, wie sagt man, die kriegen nochmal einen kleinen Stärkebuff, wenn sie dann in Doppelkämpfen kämpfen. Wow. Und dann sich auch noch gut verstehen. Also wenn die Pokémon sich mögen, dann gibt es da nochmal so einen kleinen Stärkebuff und dann hat der Gegner richtig zu kämpfen. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Macht doch Spaß, so ein bisschen mit den Pokémon zu spielen, als wären es Haustiere so. Also ist es schon ziemlich lustig. Ja, wie gesagt, ist nur empfehlenswert, mal dieses Pokémon-Camping gemacht zu haben und auch sehr oft zu machen. Ja, also ihr müsst es zwar nicht zwingend, aber wäre schon cooler. War auch voll an dir vorbeigelaufen. Wollen wir ein Ei haben? Wechselhülle. Ein Item zum Tragen. Dieser harte Panzer sorgt dafür, dass ein Träger unter allen Umständen ausgetauscht werden kann. Puh, ja, so zwingend würde ich das jetzt nicht machen. Okay, es sieht aus, als müssen wir gleich gegen Team Yell kämpfen. Ich würde sagen, wir trainieren noch mal eine Runde vorher. Team Yell hat meistens Unlicht-Pokémon. Das hatte ich nachher gesagt, was war denn effektiv? Ich glaube, Fee war effektiv, ne? Ich ein Monster, Pokémon mit Feen. Das glaube ich nicht. Oh doch, ein Escher macht gut Schaden. Genau, und das entwickelt sich ja dann zu diesem Riesenkuscheltier, diesem Teddybär auf zwei Beinen, der in der einen Pokémon-Folge ja total gruselig war. Ich weiß gar nicht, in welcher war das. War das bei in der Alola-Serie? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, das war ziemlich creepy, weil es die ganze Zeit Team Rocket hinterher gerannt ist mit einem Lächeln und Team Rocket da verprügeln wollte, sobald es näher gekommen ist. Das was, also erstmal was lustig, aber auch ziemlich creepy. So, Trassler ist ein Psycho. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Aber ich glaube, ja, einer schon sollte da auch funktionieren, wa? Komm, WebX, probier's mal. Ja, easy. Psystrahl, okay, macht vielleicht gut Damage. Aber sollte WebX überleben, sag ich ja. Oh, verwirrt. Oh, Verwirrung ist nicht gut. Verwirrung ist nicht gut. Aber. Die Attacke geht durch, damit ist Trassler besiegt und wir können uns aufmachen und Team Yell versuchen zu besiegen. Weil es ist immer so, wenn du in so ein Wommel. Was ist denn Wommel? Ich weiß es nicht. Oh. Gerade sagen, also aber sollte also wirklich nicht viel KP herziehen. Ich meine, es ist immer noch eine Pflanzenattacke. Immer noch verwirrt. Aber einer schnell kommt durch. Jawohl. Puh, Glück gehabt. So, tschüss Wommel. Jo, eine Lebensweisheit von ihm.
Boah, ich müsste mal hier. Ja, Pikachu müssen wir auch mal nach vorne bringen. Weil der muss schließlich in der nächsten Arena kämpfen. Ole, ole, hey du da drüben, wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal eine Fahrradruhe wachsen, und zwar Dolly. Mit einem Rad können wir den anderen Arena-Challenger prima den Weg abschneiden. Und das heißt, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt doch nicht mal einen Rotor, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpass ihnen eine Abreibung. Alles klar, wird gemacht. Clown? Wer hatte was von Clown gesagt? Wir wollen uns das Rad bloß borgen, um damit ein paar Arena-Challenger umherzuscheuchen, bis sie viel zu erschöpft sind zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal mit einem Kampf ordentlich auf die 12. Ole, ole. Na denn, zeig mal, was du mir auf die 12 geben kannst. Zickzacks, obwohl Zickzacks früher normal war, ne? Aber die haben jetzt aus ihm ein Unlicht-Pokémon gemacht. Wie ihr seht, hat er auch eine andere Farbe. Oh, sogar effektiv einer schon. Feuerattacken generell. Coole Augen. Das ist eine Vier-Attacke. Das sinkt die Genauigkeit? Nee, Angriff. Okay. Na, probieren wir es. Vulpix einer schon. Ja, ist gut geworden. Ist gut geworden. Da einer schon nicht mehr viel hat. Oh, ich wollte gar keinen Roll aktivieren. Ich wollte eigentlich Blut nutzen, weil einer schon nicht mehr viel hat. Egal. Vielleicht. Passiert nichts. Ach, der reduziert also die Attacken. Das heißt, Cooler Augen wurde um 4 reduziert. Das heißt, er kann nicht mehr so auf Cooler einsetzen. Oh, super, ich konnte gleich nochmal. Ah, super, die Verbrennung müsste ich jetzt knocken. Erstmal setzt der Schlecker ein. Ja, paralysiert sofort, na klar. Egal, Verbrennung schadet ihm. Ach so. Ja, der ist auch ordentlich. Auf jeden Fall. Prügler. Gibt 1 auf der 12, ey. Okay, das scheint nicht sehr effektiv zu sein. Boah, dann nehme ich das stattdessen. Warum nicht, wa? Ich meine, Biss ist, glaube ich, auch effektiv. Also, Unlicht ist, glaube ich, auch effektiv gegen Unlicht. Die können sie, glaube ich, auch selber gut zerstören. Verteidigung senken, ne? Ja, na klar, machst du fein. Okay, ist doch nicht so effektiv, wie ich dachte. Dann kann es ja doch noch viel sein. Ich habe kein Pokémon mit 4 Attacken. Boah, ist das nervig. Sollte Pikachu irgendwann mal Mondgewalt oder so erlernen können, behält er die Attacke. Standpauke. Aber Elektroball sollte auch gut Schaden machen. Mann, was ist denn das? Warum machen die alle keinen Schaden bei dem? Der ist ja. Man, das ist einfach nur fucking Kack-Pokémon und ihr macht hier überhaupt keinen Schaden. Ja, klar, ruckzucki, okay. 6 KP nur noch. Oh, entschuldigt. Ja. Gib mir da so einen Zünder. So, Pikachu kommt zurück. Schimmsticks. Ach, mach ihn bitte fertig. Zweigstoß ist eigentlich auch immer eine recht gute Attacke. Jawohl, endlich. Alte Katze, das hat aber was gekostet. Es hat zu lange durchgehalten, das Pokémon. Zu lange, ne? Also ich brauche echt was gegen Unlicht, wenn ich hier
Wer möchte was erlernen? Vulpix Confused 3. Lieber jemanden verwirren, als seine Attacken zu... Ja, die Mitte. Arg, das ging nach hinten los. Hey, wir wollen auch mal ein Fahrrad haben. Komm uns ja nicht in die Quere. Ach Leute, kann ich hier einfach mal eine Pokémon her, bevor ihr mich kämpfen wollt? Und du Hund, was willst du jetzt? Leg dich hin. Mann. So, entschuldigt, mein Hund wollte raus. Der Hundesohn. Das hat mich ab, ne? Dass du auch zwischendurch nicht heilen kannst. Danke an Game Freak, dass ihr diese Funktion noch drin habt. Dass man gleich zwei Kämpfe hintereinander machen muss, ohne seine Pokémon vorher heilen zu können. Während des Kampfes heile ich keine Pokémon. Oder selten. Weil es bringt nichts so. Du heilst ja Pokémon, kriegt es gleich danach sowieso wieder Schaden. Außer Zeit, dass die Blackheart Zweigstoß blockiert. Jetzt kann ich mit Zweigstoß nicht mehr angreifen. Mann, ey, dann setze ich halt Rasierblatt ein. Ist mir doch egal. Ich habe genug Attacken, um dich zu besiegen. Siehst du, Rasierblatt reicht vollkommen. Weg mit dem Dreck. So, jetzt lass mich hier durch. Ich will meine Ruhe haben, ich staubsauge. Das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. Du, 1440 Pokédollar. Du bist einfach zu stark. Wie sollen unsere Favoriten dann die Arena-Challenge gewinnen? Da hilft nur eins. Wir müssen dich doch sabotieren. Wart's nur ab. Mach doch. Wenn ich 20 von euch besiegen muss, das werde ich tun. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Und ich sehe da einen Pokédex. Da kann Rotom mir auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor sie Typen von Team Mail hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich es dir einfach. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf die Idee gebracht, was wenn ich meinen Fahrer mit einem Motor ausstatte. Und siehe da, es ist sofort hineingeschlüpft. Verstehe. Du siehst noch ziemlich skeptisch aus. Aber kein Problem, mach doch einfach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit dem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Steig auf. Rotom kann es sicher kaum erwarten. Du hältst ein Rotomrad. Du verstaust, ja, in der Basis-Identtasche, ein Fahrrad mit einem Motor, in dem sich ein Rotom befindet. Dank des Rotom-Turbos erreicht das Rad absolute Spitzengeschwindigkeit. Augenblick, ich lese dir ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung vor. Drücke den Pluskopf oder den Minusknopf, um mit dem Rotomrad zu fahren. Wendet man diese Item auf ein Pokémon an, wird dessen Spezialverteidigungsbasiswert dauerhaft erhöht. Okay. Ja, stimmt, guck mal da hinten. Alles klar, gegen den kämpfen wir jetzt in der Folge nicht mehr, das schaffen wir nicht. Um den kümmern wir uns dann gleich in der nächsten Folge. Vorher heilen wir uns doch aber auch noch unsere Pokémon. So, ja, ich bin damit raus, wünsche einen wunderschönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da und ein Abo auf dem Kanal. Ich werde die nächste Folge gleich aufnehmen, weil ich noch ein bisschen Vorlauf brauche für morgen, weil ich morgen nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen. Dementsprechend sehen wir uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Tschüss, bis dahin.